Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Erzgebirge Live. Heute bin ich in Annaberg-Buchholz wieder bei der AVE und schaue mir hier heute den Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge an. Dazu begleite ich heute den Max. Schönen guten Morgen. 8 Stunden habe ich wieder Zeit, um so viel wie möglich über den Ausbildungsberuf herauszufinden. Ich bin schon sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Und wir gehen direkt rein. Los geht's. Deine erste Aufgabe für heute hast du ja geschafft. Erklär mir doch mal, was hast du bei diesem LKW hier so genau gemacht? An dem LKW haben wir jetzt einen Ölwechsel durchgeführt. Im Zuge dessen haben wir dann gleich noch einen Kraftstoff- und Ölfilter mit gewechselt. Okay. Und was ist jetzt gleich deine nächste Aufgabe? Als nächstes kommt ein Bus von uns zur Sicherheitsprüfung. Da werden alle sicherheitsrelevanten Teile geprüft, unter anderem auch die Bremse. Das werden wir dann nachher gleich da drüben machen. Okay, da bin ich mal gespannt. Wie ist es ursprünglich eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, du startest deine Ausbildung bei der AVE? Ja, ich habe mich schon immer sehr für Busse und LKWs interessiert. Habe mich dann bei verschiedenen Unternehmen beworben, unter anderem hier bei der AVE. Da wurde ich dann auch zum Praktikum eingeladen. Und nach dem Praktikum dachte ich mir, das ist es, das machst du. Max, wo sind wir denn hier jetzt so genau? Wir sind jetzt hier in der Lehrwerkstatt von der AVE. Okay, das ist aber schon was Besonderes, oder? Das hat jetzt nicht jeder Ausbildungsbetrieb, so eine Lehrwerkstatt, oder? Wir sind hier in der Gegend mit einer der wenigen Werkstätten, Betriebe, die eine eigene Lehrwerkstatt haben. Okay. Und wir haben hier auch unseren Ausbilder, Herrn Müller. Der begleitet uns dann die 3,5 Jahre durch die Ausbildung. Sehr cool. Und was machst du hier jetzt gerade so genau? Was ist gerade deine Aufgabe? Ich bin hier gerade an der Fehlersuche. Die gestaltet sich aktuell noch etwas schwierig. Okay, dann wollen wir dich auch gar nicht weiter aufhalten. Ich wünsche dir viel Glück, dass du den Fehler findest und wir begleiten dich weiter. Danke. Max, dein Arbeitstag, der ist jetzt rum, ne? War auf jeden Fall super, dass du mir mal gezeigt hast, was du so als Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge machst. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Feierabend. Dankeschön, mach's gut. Tschüss. Und für euch jetzt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und teilt das Video bitte mit euren Freunden. Würde mich persönlich sehr freuen. Ansonsten checkt auch noch erzlive.de ab. Da gibt es nämlich noch viele weitere Infos zu diesem Ausbildungsberuf und zu allen anderen, die wir vorstellen. Oder ihr checkt mal das Portal der Agentur für Arbeit aus, und zwar
unter dasbringtmichweiter.de, ist hier unten auch eingeblendet. Oder ihr macht dort einfach mal ein Gespräch beim Berufsberater aus. Das ist auf jeden Fall auch nice. Ansonsten bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Patrick. Ciao.